In diesem Video gibt es einen konkreten Tipp für dich, wie du auch in schlechten Lagen zuverlässige Mieter findest und hohe Kosten sparst, die für Räumungen, Sanierungen wegen Messimietern oder Mietnomaden usw. anfallen. So stellst du sicher, dass dein Mieter über Jahre hinweg regelmäßig zahlt. Es lohnt sich also in jedem Fall, hier dran zu bleiben, auch wenn bei dir vielleicht aktuell keine Vermietung in einer solchen Lage ansteht. Denn diese Idee hier kannst du auch bei Bestandsmietern anwenden. Und als Immobilieninvestor kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal in eine Situation, in der du diesen Tipp hier gewinnbringend anwenden kannst. Also, bleib auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen wieder hier auf dem YouTube-Channel der AMS-Firmengruppe. Vor einigen Tagen habe ich mir im Ruhrgebiet ein Objekt in einer wirklich schlechten Mikrolage angeschaut. Vielleicht hast du auch auf Facebook und Instagram schon Bilder oder eine Story darüber gesehen. Es lohnt sich also, uns auch dort zu folgen. Warum habe ich mir das Objekt überhaupt angeschaut? Denn mir war von vornherein klar, dass es sich um eine schlechte Lage handelt. Die Gründe sind, dass der Preis entsprechend günstig ist und das Objekt aktuell größtenteils leer steht und durch Sanierungen und Neuvermietung neu am Markt positioniert werden könnte. Am Ende kann eine interessante Rendite, ein hoher Cashflow dabei herauskommen. Dafür ist eben die Beleihung schwieriger und eine Wertsteigerung nicht zu erwarten in der Lage. Das sind kurz gesagt die Gründe für mein Interesse am Objekt, mit dem ich dann eine andere Strategie verfolgen würde als mit meinen bisherigen Objekten. Über die verschiedenen Arten von Immobilien und Strategien haben wir schon einige Videos gemacht. Wenn dich das interessiert, wir verlinken hier mal ein Video dazu und das Video verlinken wir dann auch im Abspann noch einmal. Du kannst dir also in Ruhe hier das Video weiter anschauen. Hohe Rendite, hoher Cashflow, das hört sich doch super an. Doch welche Probleme und welche Risiken sind mit einem solchen Objekt verbunden? Unter anderem hohe Risiken, die im Bereich der Mieter liegen, zum Beispiel Mietausfälle. Die Anzahl der Mietausfälle ist in schlechten Wohnlagen wesentlich höher als bei Vermietung in besseren Lagen, denn in solchen schlechteren Lagen wollen Mieter mit einem guten Einkommen, mit einer guten Bonität meist nicht wohnen. Das heißt, du bekommst in solchen Gegenden eher wirtschaftlich schwache Mieter, die nicht selten von staatlicher Unterstützung leben. Viele denken, dass das Geld vom Staat doch sicher ist und immer kommt. Aber erstens wird das Geld vom Staat manchmal auch einfach nicht an den Vermieter weitergeleitet vom Mieter. Und zweitens werden bestimmte Nachweise und Anträge für Zahlungen von diesem Mieterklientel oft nicht erledigt. Das betrifft nun sicherlich nicht alle Mieter, die von staatlicher Unterstützung leben, nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber unsere Erfahrung und auch die Statistiken zeigen, dass die Mietausfälle bei solchen Objekten viel häufiger vorkommen als bei anderen Objekten in besseren Lagen. Wobei dir als Eigentümer dann nicht nur die Mieteinnahmen fehlen, sondern du sogar noch die Nebenkosten des Mieters zahlst, zum Beispiel für Wasser, Heizung, Hausmeister, Grünpflege, Müll und so weiter. Und bis du einen Mieter, der nicht zahlt, rausgeklagt hast, vergehen viele Monate. Zusätzlich zum Mietausfall kommen dann erhebliche Anwalts- und Gerichtskosten auf dich zu. Mietausfall und Kosten für die Klage ergeben Summen von ungefähr 7.000 bis 12.000 Euro je Fall. Nur damit du mal eine Vorstellung hast. Und das kann dich als Vermieter, vor allem wenn du mehrere Wohnungen hast und das öfter vorkommt, in den finanziellen Ruin bringen. Bei vielen Immobilieneigentümern ist auch genau das in der Vergangenheit schon so passiert. Sicherlich hast du auch schon von Messi-Mietern gehört, also Mieter, die dann die Wohnung noch völlig vermüllt und zerstört hinterlassen. In einem solchen Extremfall schnellen die Kosten sehr schnell auf 18.000 bis 25.000 Euro je Wohnung hoch. Dazu kommt, dass bei solchen Vermietungen auch oft Reparaturen ausgeführt werden müssen. Ganz komisch ist das. Aber diese Mieter haben ständig Reparaturen, weil ständig etwas kaputt geht. Und das alles preist der Markt eben mit ein, deshalb die hohe Mietrendite, deshalb der hohe Cashflow. Der niedrige Preis bzw. der hohe Cashflow sollten dich aber nicht über die erheblichen Risiken eines solchen Modells hinwegtäuschen. Und diese Risiken habe ich ja gerade auch mit Zahlenbeispielen angerissen. Es gibt auch noch weitere Risiken, zum Beispiel hinsichtlich der Bewertung und Beleihung solcher Objekte bei Banken. Aber wir konzentrieren uns in diesem Video mal auf die Mieter und auf die durch die Mieter verursachten Kosten. Wie kannst du nun dafür sorgen, dass du bei einem solchen Objekt einerseits einen hohen monatlichen Cashflow bekommst, also die Chancen nutzt, aber andererseits auch die Risiken so weit wie möglich minimierst und dafür sorgst, dass du einen zuverlässigen Mieter bekommst? Zwei Ideen dazu, bevor ich zu dem angekündigten brandaktuellen Tipp komme, den ich auch so noch nicht bei YouTube oder irgendwo anders gehört habe. Als erstes ein Tipp, den ich selbst schon sehr erfolgreich umgesetzt habe und das ist die Neupositionierung des Objekts. 2000 hatte ich mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, das sich auf dem Papier auch sehr gut rechnete, also einen guten Cashflow abwarf. Sogar bei den damals noch recht hohen Zinsen, weil die Mieten im Verhältnis zum Kaufpreis recht hoch waren.
Allerdings bekam ich alle Mieten vom Amt, da keiner der Mieter ein Einkommen aus irgendeiner Tätigkeit erzielte. Damals war ich mir der Probleme, die damit einhergehen und die ich eben ansatzweise angesprochen habe, nicht bewusst. Ich hatte immer nur gehört, besser geht es doch nicht, als wenn die Mieten direkt vom Amt kommen. In der Praxis gab es allerdings aus verschiedenen Gründen ständig Zahlungsschwierigkeiten. Mietrückstände, ständige Kommunikation mit den Ämtern, ständig war irgendetwas kaputt bei den Mietern und die Mieter haben dann auch noch dem Amt erklärt, sie hätten sowieso Mietminderung geltend gemacht und so weiter. Ganz abgesehen mal vom Müll, der überall herum lag und nicht getrennt wurde, sodass die Müllentsorgung sich geweigert hat, den Müll zur Entsorgung mitzunehmen. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber es war wirklich anstrengend und nervig. Zum Glück war ich damals noch jung. Und bei der Mieterklientel lohnte es sich auch nicht, irgendetwas grundlegend zu sanieren im Objekt. Bis ungefähr so 2003, bei einigen Wohnungen auch 2004, habe ich das dann mitgemacht. Aber mir war dann schnell klar, dass das Objekt so keine Zukunft hat. Deshalb habe ich mich dann nach gründlicher Abwägung der Alternativen entschlossen, einige 100.000 Euro aus eigenem Kapital in die Hand zu nehmen, um nicht nur ein bisschen, sondern wirklich umfassend zu sanieren und das Objekt am Markt neu zu positionieren. Mit Grundrissen und einer Ausstattung, die es so damals am Markt in dieser Mikrolage nicht gab. Stundenlang haben wir mit den Beteiligten, unter anderem einem Architekten und einem Bauleiter, die optimalen Grundrisse diskutiert. Mit Gäste-WCs, die sogar Duschen haben und vielen weiteren Dingen und Ausstattungsdetails. Die Bank hat die Sanierung übrigens nicht finanziert, weil das Objekt einfach schon zu hoch beliehen war. Letztlich hatte ich es für die Marktphase damals eben auch zu teuer gekauft. Daraus habe ich übrigens viel gelernt, deshalb ist mir das danach auch nie mehr wieder passiert. Und daraus ist letztendlich auch unser Geschäftsmodell bei der AMS Firmengruppe entstanden. Also das war zwar eine teure, aber auch effektive Ausbildung. Das Objekt war nach der Neupositionierung also wirklich etwas Besonderes in dieser Mikrolage. Und unser Ziel war es damals, mit diesen attraktiven Wohnungen ein völlig neues Mieterklientel in dieser Lage zu gewinnen und auch das Mietniveau in dieser Mikrolage zu heben. Beides ist nach der Sanierung, die insgesamt so 2 bis 3 Jahre gedauert hat, tatsächlich sehr gut gelungen. Die kernsanierten Wohnungen mit besonderer Ausstattung wurden sehr gut angenommen und durch diese Neupositionierung haben wir zuverlässige Mieter bekommen, die regelmäßige Einkommen mit pfändbaren Anteilen hatten und mit den Wohnungen und dem Haus sorgsam umgegangen sind. Die Haustür war plötzlich ständig geschlossen, Müll war getrennt, es standen keine alten Möbel oder Sperrmüll herum und so weiter. Die Mietzahlungen kamen nun pünktlich. Weil alle Mieter täglich zur Arbeit mussten, war es dann auch ruhig im Haus, sodass alle schlafen konnten. So eine grundlegende Neupositionierung ist natürlich leichter, wenn dir das komplette Haus gehört. Aber auch wenn dir nur eine Wohnung gehört, kannst du die natürlich grundlegend sanieren und anders vermieten. Eventuell färbt das dann ja auf deine Miteigentümer ab oder du gibst entsprechende Anregungen in der Eigentümerversammlung. So eine Neupositionierung, wie beschrieben, muss natürlich immer individuell auf das jeweilige Objekt abgestimmt sein. Einerseits solltest du vor Ort recherchieren, welche Mieten du nach der Sanierung wirklich bekommen kannst. Andererseits solltest du dich unbedingt von erfahrenen Fachleuten zur Sanierung beraten lassen und so weitere Ideen und wertvolle Hinweise für die praktische Umsetzung bekommen. Und auch bei der Umsetzung solltest du clever vorgehen, wie wir zum Beispiel in unserem Video Do-It-Yourself oder Handwerker zeigen. Das blenden wir hier auch mal ein. Nun zum zweiten bewährten Tipp, wie du dafür sorgen kannst, dass du bei einer Wohnung mit hohem Cashflow in einer schlechten Lage einen zuverlässigen Mieter bekommst, der deine Wohnung vernünftig behandelt und eben die Miete auch zuverlässig zahlt. Und diesen Tipp kannst du auch sehr einfach umsetzen, wenn dir nur eine Wohnung im Haus gehört und nicht das ganze Objekt, wie ich es eben beschrieben habe. Wie eingangs schon berichtet, habe ich mir am letzten Wochenende ein Objekt in wirklich schwieriger Lage angeschaut und bin dabei ausführlich mit dem Verkäufer ins Gespräch gekommen, der das Objekt seit 19 Jahren besitzt, jahrelang selbst in einer der Wohnungen seines Mehrfamilienhauses gewohnt hatte und auch die Entwicklung des Stadtteils vor Ort miterlebt hat. Dahinter steckte dann viel Emotion und Herzblut von ihm. Ich hatte gefühlt jede Ecke im Haus gesehen, nach der Besichtigung ausführliche Bauberichte gehört und die Besichtigung hat über 3 Stunden gedauert. Im Laufe des Gesprächs hat er mir dann erzählt, wie er die richtigen Mieter ausgesucht hat. Und zwar hat er in der Vermietung damit geworben, den Mietern Küchen zu spendieren, die sich die Mieter selbst aussuchen konnten. Die Mieter konnten sich die Küchen bei ihm bis zu einem Preislimit von ca. 3.000 bis 3.500 Euro je nach Mieter aussuchen und das war ganz wichtig, zunächst selber mit einem Ratenkredit vorfinanzieren. So sind von 50 Bewerbern für die Wohnung gleich 47 rausgefallen, nämlich die, die keine Finanzierung über 3.000 Euro für die Küche bekamen, weil sie kein Einkommen oder negative Schufa-Merkmale hatten.
Drei blieben übrig, die über entsprechende Arbeitseinkommen verfügten. Und aus diesen drei Mietinteressenten konnte der Vermieter dann auswählen. Die Mieter haben dann 5 Jahre lang jährlich im Dezember ein Fünftel, also 20% des Küchenpreises vom Vermieter erstattet bekommen, beziehungsweise mussten eine Kaltmiete dann nicht bezahlen, sofern die Mieten vorher im laufenden Jahr eben regelmäßig und pünktlich bezahlt wurden. Das war die Voraussetzung. Gerade der Dezember, die Vorweihnachtszeit, eignet sich dafür hervorragend, so die Erfahrung dieses Vermieters. Der Mieter freut sich, dass er mehr Geld für Geschenke hat und auch für die Kosten, die dann im folgenden Januar zu Anfang eines Jahres zusätzlich anfallen, zum Beispiel für die Kfz-Versicherung oder Kfz-Steuer und so weiter. Wenn dann der Mieter 5 Jahre blieb und pünktlich Miete gezahlt hat, hat er die Küche wirklich von dem Vermieter bezahlt bekommen, also 5 mal 20%. Das hat bei ihm, bei diesem Vermieter, gut funktioniert. Natürlich hat das den Ertrag des Objekts geschmälert. Andererseits wurden aber auch Kosten für Neuvermietungen, Rechtsanwälte, Reparaturen und so weiter gespart. Unterm Strich war der Nutzen somit weit größer als die Kosten. Also, wenn du so eine Wohnung hast oder kaufen möchtest, eine Wohnung in schlechter Lage mit hoher Mietrendite, dann überleg doch mal, ob das ein Modell für dich wäre. Bei einer Neuvermietung bietet sich das auf jeden Fall an, aber eventuell auch bei einem bestehenden Mietverhältnis. Wenn du einen Mieter hast zum Beispiel, bei dem es immer wieder zu Zahlungsschwierigkeiten kommt, zu Unregelmäßigkeiten, dann kannst du dir ein entsprechendes Angebot überlegen und ihm präsentieren. Und wenn der Mieter gerade keine neue Küche braucht oder haben möchte, dann hat er bestimmt andere Wünsche oder Ideen, sodass du eine entsprechende Vereinbarung schließen kannst. Vielleicht kurz ein Beispiel dazu. Ich hatte gerade gestern einen Mieter, der einen neuen Kühlschrank von mir haben wollte. Also ich hatte ein Telefonat mit dem Mieter. Der alte funktioniert zwar noch, aber er kühlt nicht so, wie der Mieter es gern hätte. Der ist nämlich Kochprofi aus der Gastronomie und hat da spezielle Vorstellungen. Ich habe dann gleich diese Idee angewendet und mit ihm vereinbart, dass er den Kühlschrank selbst kauft und ich 5 Jahre jeweils 20% dieses Kühlschranks im Dezember erstatte, wenn er das ganze Jahr über zuverlässig und pünktlich zahlt. Noch kurz ein paar praktische Hinweise dazu, weil die Fragen auch von meinen Mitarbeitern gestern kamen. Zum Beispiel die Frage, wem gehört die Küche eigentlich? Wer trägt also das Risiko bei Defekten? Die Küche gehört dem Mieter, der sie auch finanziert. Defekte Geräte oder ähnliches müsste also der Mieter austauschen, wobei bei neuen Küchen auch eine Gewährleistung enthalten ist. Eine weitere praktische Frage ist, was geschieht bei Auszug mit der Küche? Die Küche gehört dem Mieter, wie wir eben gesagt haben, und er kann sie selbstverständlich mitnehmen. Du kannst ihm dann natürlich auch ein Angebot machen, um die Küche zu übernehmen, aber du hast keine Verpflichtung dazu. Und wenn die Küche wieder ausgebaut wird und der Mieter die mitnimmt, kannst du mit dem nächsten Mieter wieder dieselbe Vereinbarung schließen und ihn mit einer neuen Küche locken. Eine weitere Frage, wie wird das im Mietvertrag vereinbart oder muss eine separate Vereinbarung geschlossen werden? Bei Neuvermietung kannst du das natürlich im Mietvertrag vereinbaren, bei Bestandsmietern eher mit einer separaten Vereinbarung. Achte bei dieser Vereinbarung darauf, dass du alles sauber vereinbarst und dokumentierst, damit diese Zahlung auch eben beim Finanzamt anerkannt wird oder eben auch die Kaltmiete, auf die du verzichtest. Wenn du wegen der steuerlichen Anerkennung Fragen hast, dann lass dich gern von einem Steuerberater dazu beraten. Wenn du neben den 2 genannten Ideen noch weitere Tipps hast, wie man bei einem Objekt in schlechter Mikrolage dafür sorgen kann, dass die Miete zuverlässig und regelmäßig kommt, dann schreib es bitte hier in die Kommentare, damit auch andere von deiner Erfahrung profitieren können. Wenn dich noch weitere Tipps und Hinweise für deinen Vermögensaufbau mit Immobilien interessieren, dann freuen wir uns, wenn du unseren Kanal hier abonnierst und checke bitte auch, ob du die Glocke aktiviert hast, damit du eine Nachricht bekommst, wenn wir ein Video hochladen. Wir haben auch wieder 2 Videos im Abspann herausgesucht, unter anderem eben zu Objektarten und Strategien. Das hatten wir schon angekündigt. Das Video heißt die perfekte Immobilienstrategie. Damit findest du das optimale Objekt. Und ein 2. Video, das für dich passend dort angezeigt wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, dein Heiko Kleschewski.